Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Modding of Isaac. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ganz schön lange her und eigentlich ist auch gar nicht geplant gewesen, dass hier weiterhin jetzt Isaac-Folgen kommen werden. Aber warum das so ist, das möchte ich euch jetzt erstmal erzählen. Wir werden dazu einen neuen Run starten, und zwar werden wir einen Norea-Run machen. Mal gucken, ob wir da überhaupt eine Chance haben. Warum ich jetzt einen Norea-Run mache, ist eigentlich ganz einfach, denn gerade nicht so viel Zeit und versuche einen einigermaßen schnellen Run hinzukriegen. Denn das hier, im Übrigen auch für alle, die es interessiert, ist eine YouTube-Only-Aufnahme. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, ich mache in letzter Zeit häufiger Sachen wieder für YouTube-Only tatsächlich. Ich hoffe, das wird auch dann mal quasi gesehen und so, hey, cool, da geht was. Es ist nicht nur alles nur noch Stream. Aber das ist auch eine interessante Geschichte, nämlich diese ganze Streamerei, ne? Denn normalerweise... Wie funktioniert denn Dead Eye mit ihm? Muss ich einfach nur treffen, damit das weiter stackt? Das wäre geil. Dann wäre Dead Eye mit ihm übelst der Shit, Mann. Und zwar, normalerweise sind ja sowieso die Isaac-Videos eine Stream-Aufnahme. Oh, ich habe befürchtet, dass ich jetzt doch schon sterben werde, weil ich mich gerade hart aufs Reden konzentriere, dummerweise. Humble Bundle ist ja eigentlich ganz toll. Bombe habe ich wieder keine. Kann sein, dass wir gleich nochmal neu starten müssen. Trotz des geilen Dead Eyes. Das macht's. Ach, da oben war noch ein Herz. Normalerweise sind jetzt das Stream-Aufzeichnungen, aber ich streame auch schon sehr lange kein Isaac mehr. Dementsprechend logischerweise kommt auch nicht mehr was auf YouTube. Warum ich im Moment einfach kein Isaac streame, das liegt nicht daran, dass ich keine Lust auf Isaac habe. Ich habe immer Lust auf Isaac, wenn man das mal so sagen kann. Aber das Problem ist halt einfach, ich habe im Moment auf was anderes mehr Lust. Ergo, zum Beispiel, ich meine, wenn ihr euch im Moment auf dem Kanal umguckt, was da für ein geiler Scheiß einfach läuft, ja, Ratchet & Clank, UFC, Prince of Persia, es ist richtig, richtig geil. Na, und dann haben wir Rocket League im Wechsel mit Trackmania Turbo etc. Im Moment einfach, das im Übrigen gerade mit Koozie war ein Traum, was ich hätte, den ich irgendwie hätte haben können. Und das im Moment finde ich halt einfach interessanter, als das Spiel zu spielen, was ich halt eben jetzt seit schon 1,5 Jahren tatsächlich exzessiv spiele für euch. Und im Moment, oder Dark Souls zum Beispiel, ja, oder dann, oder Demon's Souls, ja, das sind Sachen, die ich noch nie gemacht habe, und da reizt es mich halt einfach im Moment tierisch, dass ich diese Sachen endlich mal mache, ja. Weil wenn ich sehe, wie viel Zeit ich zum Beispiel in Isaac gesteckt habe, ja, ich habe 500 Stunden auf der Steam-Uhr, ja. Och, das ist ja ein Traum, ey. Och, das geht ja schon wieder traumhaft los, ey. So lange schon wieder kein Isaac gemacht und es geht schon wieder traumhaft los. Und es wird einfach Zeit, dass ich mal diese ganzen Sachen auf meiner To-Do-List nachhole. Ja, der ein oder andere wird meine To-Do-List, also nicht in dem Sinne kennen, sondern der weiß, dass sie existiert. Und ich möchte jetzt endlich mal anfangen, diese abzuarbeiten. Habe ja gesagt, ich möchte ein paar Änderungen hervorheben, auch, also 2016 hier allgemein im Stream sowie auch auf YouTube. Und da kommen halt dann zum Beispiel die YouTube-Only-Sachen, wie jetzt zum Beispiel Ultimate, also der UFC-Online-Modus zum Beispiel. Oder der ein oder andere Isaac-Run. Wobei ich jetzt sagen muss, auch eben off-air werde ich halt einfach keine Zeit wirklich für Isaac haben. Oh, das ist super. Weil ich eben dann zum Beispiel 11 Stunden dann mal Demon's Souls streame oder eben dann diesen Ratchet & Clank Marathon mache, was einfach wahnsinnig viel Zeit frisst. Deswegen ist im Moment keine Zeit für Isaac. Und es ist auch gut so. Ja, ich weiß, das finden natürlich sehr viele schade, weil wir ja auch eine schöne, gemütliche Isaac-Fanbase aufgebaut haben. Ja. Aber im Moment interessieren mich halt einfach andere Sachen mehr. Und ihr wisst, wie das ist, wenn einen selbst andere Sachen mehr interessieren, dann sollte man die auch angehen, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass wenn ich das mache, worauf ich im Moment am meisten Bock habe, logischerweise, dann ist es für euch auch am geilsten zuzugucken. Ich habe zwar auf Isaac Bock, aber ich habe auf die anderen Sachen halt noch mehr Bock.
So. Aber, und da freue ich mich jetzt ein bisschen. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, kann ich euch versprechen, dass wieder etwas öfter Isaac kommt. Da ich mich quasi jetzt, da wir es quasi ein bisschen anders machen werden. Und was zum... Okay. Und zwar werde ich einfach, weil ich eben auf meinem Privat-Channel habe ich eben keine Zeit mehr, weil ich die ganzen Marathons mache, etc. Aber ich werde es einfach verlagern und unser Isaac-Projekt quasi auf Nvidia bringen wieder, so wie ich es schon mal gemacht habe vor mehreren Monaten. Und dort werden wir das Ganze einfach machen. Denn da habe ich zweimal in der Woche dann einfach 5 Stunden Zeit. Also für alle, die es noch nicht wissen. Dienstags und mittwochs von je 15 bis 20 Uhr streame ich auf Nvidia. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir nur noch Isaac dort machen werden. Aber ich werde es dort wieder machen. Und das bedeutet für euch, dass auf jeden Fall auch wieder Isaac auf YouTube erscheinen wird. Halt dann eben unter dem Namen Nvidia quasi. Aber das kann ja euch total egal sein, weil Hauptsache wir sehen ein paar geile Runs. Und ich kann euch schon mal so viel verraten. Wir hatten letztens einen Nvidia-Tag, wo wir Isaac gespielt haben. Und ich nehme diese Folge nachträglich auf, um euch quasi zu erklären, was hier los ist, um euch auf den folgenden Stand zu bringen. Und ich kann euch echt nur sagen, Leute, guckt die Folgen, die die nächsten Tage erscheinen werden, denn wir hatten Runs. Die habe ich in meinem Leben noch nie gehabt und die waren so absurd. Ihr werdet, wenn ihr nicht dabei wart und ihr werdet nicht dabei gewesen sein, bis auf wenige Ausnahmen, ganz schön hart feiern, das verspreche ich euch. Da war jetzt die Jera-Rune, na super. Also, wenn ihr das hier seht, freut euch auf die kommenden Tage. Dadurch, dass ich jetzt eben nicht mehr so... Das Problem ist nämlich auch... Isaac frisst halt wahnsinnig viel Zeit. Ich meine, da kommt jetzt dann ein Run, der ging halt einfach fast 1,5 Stunden wieder. Das ist für euch ein 1,5 Stunden Video, für das ich eigentlich keine Zeit habe, es zu produzieren, weißt du? Oh, das ist super. Und ich kann halt einfach im Moment nicht jeden Tag 1,5-stündige Runs oder Videos bringen. Das geht nicht. Ja, wenn ihr seht, was nebenbei alles noch so läuft, das ist nicht menschenmöglich. Dafür hat der Tag leider zu wenig Stunden. Ja, also verzeiht mir das. Und deswegen wird Isaac, wie auch zum Beispiel UFC Online, da das ja zum Beispiel UFC Online komplett YouTube-only ist, alle 2 Tage nur kommen. Aber dafür kann ich euch schon mal versprechen, die nächsten 2 Wochen werden alle 2 Tage eine Folge kommen. Das ist ein richtig behinderter Raum, Mann. Also das heißt, übermorgen geht's los mit einem fast 1,5-stündigen Run, den wir hatten. So viel kann ich euch mal verraten. Und das ist halt im Moment wirklich das, was mir Menschen möglich ist, um euch auf YouTube noch ein paar Isaac Runs zu bringen. Geil, Holy. Wow, geilster Holy Room ever, Kappa. Naja, nein. Und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich versuche jetzt wirklich auch weiterhin, also nicht nur jetzt die kommenden Wochen, sondern allgemein es wieder hinzukriegen, dass mindestens alle 2 Tage Isaac kommt. Weil, wie gesagt, ich habe ja immer noch Bock drauf. Weil, wenn ihr, ne? Guckt euch einfach nur die folgenden Parts an, wie ich mich... Lazarus Rex, echt? Naja. Wie ich tot gefeiert habe, Leute. Ihr werdet zu Hause jubeln vor Freude, was teilweise in den Runs passiert ist. Und man sieht dann auch einfach, ich habe so viel Bock auf Isaac. Aber es ist halt einfach im Moment zeitlich nicht drin, weil ich an... zum Beispiel lieber eben mal die Ratchet-Serie endlich nachhole, worauf ich seit 10 Jahren warte, ja. Weil ich damals zum Beispiel keine PlayStation 3 hatte und sowas. Und ich denke mal, dass das einfach eine verdammt coole Geschichte ist. Ich habe jetzt 10 Leben, Alter. Wow. Aber eben soll das nicht heißen, dass ich alles dann komplett fallen lasse. Ich versuche es jetzt eben in einem schönen Rhythmus zu kriegen. Und ich denke mal, alle 2 Tage werde ich hinkriegen. Erstmal, zumindest.
So, wir werden auch, ich werde auch demnächst die Überraschung mal auspacken. Muss ich jetzt aber erstmal gucken, wie wir das machen werden. Weil ich, dieses Projekt heißt ja Modding of Isaac. Und ich habe da noch ein paar nette Geschichten vor mit. Oh, wow. Könnte ich theoretisch Pandora's Box nicht einfach duplizieren? Das würde mir aber nicht so viel bringen, weil es halt nur Geld gibt auf der Ebene. Was ist das denn? Was zum... Können die mal weniger rasten, bitte? Was ist denn hier los? Okay. Kann man mal so machen, ne? Und das wird einfach super. Das soll ich euch jetzt auch einfach mal so mitteilen, weil das eben im Moment so auch so keiner weiß. Weil eben auch in den Streams immer wieder gefragt wurde, wann Isaac kommt. Jetzt wisst ihr es. In den nächsten Wochen. Dienstags und donnerstags auf dem Nvidia-Channel. Nicht mehr bei mir privat, weil eben ich bei mir privat was anderes erleben möchte. Und ich denke mal, dass das einfach ein cooler Rhythmus sein wird. Und wenn ihr in den Streams nicht dabei sein könnt, dann dürft ihr euch sowieso auf die YouTube-Parts freuen. Wow, aua. Denn das tut sich ja keinen Unterschied, ob das im Livestream war oder nicht. Glaube ich, hat es auch noch nie bei Isaac. Weil, so wie ich das sehe, gefallen euch die Parts. Und ich würde mich freuen natürlich auch, wenn ihr immer schön fleißig was zu den Runs auch schreibt. Also, haut ruhig in die Tasten und lasst mir mal die Kommentare da. Ja. Geil, 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 geil. Achso, da waren wir schon. Scheiße. Resistance und Vision. Vision kann man mal kurz machen, weil Vision nehme ich nicht mit. Weiß ich wenigstens noch, wo die Geheimräume sind. Dann machen sie ausnahmsweise mal. Denn ich bin mir sicher, dass ihr einiges Interessantes zu schreiben hättet über die Parts. Denn wir hatten auch als Live-Reaktion viel Spaß. Viel Spaß. Ah, Joker ist auch gut, aber wir haben ja den Goathead. Von dem her ist uns das wurscht. Oh, hier willst du eigentlich gar nicht freiwillig nochmal durchlaufen, ne? Krasse Scheiße. Okay, wir machen hier nochmal kurz eine kleine Sprengung. Aber auch nur ausnahmsweise. Ja, dann hätten wir die Two of Diamonds Karte mal lieber jetzt gezündet. Aber ganz ehrlich, das ist auch schon wurscht. So schlimm ist es nicht. Au. Mal gucken, was der Run für uns noch zu bieten hat. Er hat extrem viel Leben für mich, aber wenn ich einmal tot bin, bin ich insgesamt tot. So viel kann ich euch versprechen, weil mit Norea werde ich spätestens ab Room oder Blue Womb richtig hart im Arsch sein. Boah, Stigmata ist schön. Ist nochmal ein kleines bisschen Damage-Upgrade. Da er halt nur den kurzen Strahl hat und da wir jetzt auch noch auf Angel-Items gehen, wird das gleiche ist noch viel interessanter. Na toll. Ach, fuck. Das hat mich schlecht bewegt, sorry. So, nochmal Resistance. Gut, zweimal brauche ich keine Resistance, das sage ich euch gleich. So, das Light kann man eigentlich mitnehmen, oder? Tut sich nicht viel zur Sache. Wir werden relativ schnell durchkommen. Bis wir... Ich denke mal, ab der Cathedral wird's... Vielleicht sogar schon ab der Boom wird's sehr interessant. Tatsächlich. So, ich habe jetzt die Change-Rune für den Boss dabei. Oder für den Angel-Deal. Ach, verdammt, ein Ticken zu früh.
Ansonsten wäre es perfekt gewesen. Naja, zweimal völlig umsonst Schaden genommen. So, was ist hier? Nix. Mal wieder. Ist okay. Ja, den Cube kann man eigentlich gar nicht rollen. Cube ist... Sorry, aber Cube ist einfach super. Den rollst du nicht. Dementsprechend nehmen wir die Resistance-Rune wieder mit, weil die Resistance-Rune kann mir definitiv den Arsch retten. Oder warte mal. Ja. Ich nehme die Resistance-Rune mit. Hab kurz überlegt, ob ich die Change-Rune mitnehme, um später irgendwie ganz abgefahrenen Scheiß zu rerollen. Wenn ich viel Platz habe. Aber ich glaube, es ist nicht nötig. Das kommt halt ganz drauf an, was der Rest des Runs für uns über hat. Denn mit der Range wird es auf jeden Fall ab Blue Room oder Room sehr, 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 sehr unangenehm und interessant. Schub der Wub ist an sich ja auch gar nicht so scheiße. Nicht mehr. Wir wissen das. Okay, die Destruktion. Brauchen wir hier wohl nirgends. Oder? Oder? Zünd sich einfach mal. Vielleicht. Nein. Hätte ja sein können. Jetzt kriegen wir hier die Fork. Oh, Lucky Rock. Mei. Brauchen wir alles nicht. Wobei Lucky Rock könnte dir echt theoretisch helfen. Oh Gott, warte, 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 warte. Lucky Rock ist unter Umständen gar nicht mal so scheiße. Unterschätzt den nicht. Oh, hier mit Destruction. Ach, schade, warum habe ich die Destruction-Rune nur weggeworfen? Hier wäre sie awesome gewesen. Vielleicht haben wir Glück und sie droppt nochmal. Das ist auch stark. Oh. Ich glaube, da habe ich gerade nicht nachgedacht. Das hätte ich sehr viel cleverer machen müssen. Hm. Jetzt ist auch schon wurscht, ne? Oh, die rote Mom. Gleich mal noch ein bisschen mit dem Cube arbeiten. So, was ist jetzt hier? Oh. The Soul? Ganz ehrlich. The Soul. Da ist das Negative. Sehr, sehr geil. Und lass die Blatt auch. Denn je mehr Gegner ich in einem Raum töte, desto stärker sind wir jetzt. Leider Gottes haben wir jetzt nicht die Vision Rune. Die wäre jetzt perfekt, weil wir haben eine XL-Ebene. Das wäre hier perfekt für uns. Aber ich hoffe, wir finden auch so schnell den Boss. Ich sag einfach mal, wir werden nicht das Pech haben und das klären müssen. Sage ich jetzt einfach mal ganz frech. Was ist das? Nochmal Resistance. Okay. Besser geht's nicht. Hi, Crystal Ball. Wow, wir wären auf dem richtigen Weg gewesen, ja? Wir wären definitiv auf dem richtigen Weg gewesen. Aber ich erspare mir schon eine Scheiße, weil ich mich da nicht durchgesprengt hätte. Natürlich. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Nochmal eine Destruction.
Und die könnte unten im Raum ziemlich verlockend sein. Bin ich da deswegen extra hin? Ich denke mal nicht. Ich glaube, das sparen wir uns jetzt, oder? Und wenn wir schon jetzt die Vision haben, beziehungsweise wissen, wo wir lang gehen müssen tatsächlich, dann komm. Dann geben wir jetzt tatsächlich Gas. Schauen wir mal, wie wir das schaffen. Wir sind schon jetzt wieder 20 Minuten in the making. Boah, das war knapp. Hasch mit Norea ist sehr schwer im Übrigen. Warum habe ich mich jetzt nochmal dafür entschieden? Ach, wegen Soul. Oh, dann macht die Change-Rune halt doch Sinn. Und warum macht die Sinn ja richtig? Weil wir dann 4 Items rollen können da unten. Wenn es schief läuft. Ah, werde ich die Resistance vielleicht doch verbraten. Ach du Scheiße. Boah, mit den ganzen Fallen ist das hier kein Kindergeburtstag, ne? Ja. Haben wir schon gedacht. Okay, HP ab. Machen wir jetzt so, oder? Die Algis-Rune ist... hält ja schon ein bisschen. Vielleicht reicht es über den ganzen Bosskampf. Weil hier nah rangehen ist auch gefährlich. Trotz Soul. Aber es reicht. Okay. So, was gibt's hier? Wir hatten Evil Up. Das heißt, hier gibt es eventuell nochmal was Interessantes. Aber... oder ich change hier. Jetzt habe ich ja Resistance aber eingesetzt, ne? Ne, dann macht es keinen Sinn. Jetzt habe ich Resistance eingesetzt. Sonst hätte ich jetzt überlegt, ob ich das change. Greed machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt ins Inferno. Ins Inferno, Mann. Hä? Hä? Bin ich nicht gerade runtergehüpft? Runtergehüpft. Ich war doch jetzt gerade nicht so abwesend, dass ich ins Licht gelaufen bin, oder? What? Hey, das ist ja scheiße, dann ist ja gleich vorbei. Ich habe jetzt nicht das Polaroid. Das heißt, an sich ist es jetzt gleich vorbei. Ich war doch gerade nicht so geistig abwesend, dass ich das weggeworfen habe, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, geil. Das prallt einfach an mir ab, Mann. The Soul ist ja göttlich. Oh! Hä? Echt jetzt?
the fuck? Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Bin ich wirklich geistesabwesend gerade ins Licht gelaufen oder ist das der krasseste Bug des Jahrzehnts? Ihr seht schon. Geiler Scheiß passiert hier bei The Binding of Isaac. Dienstag und Donnerstag ab 14 Uhr live auf Nvidia. Und für euch alle zwei Tage ab 14 Uhr auf YouTube. Tschüss.